Was zuletzt geschah. Alle Erinnerungen kehrten zurück. Chelasts geerbtes Lied war das Lied der Erinnerungen. Durch es konnte Günther alles zurückerhalten, was er verloren hatte. Und anschließend stand der Aufbruch an. Inmitten der Berge, in denen Günther als Vollriegel erwacht war, befand sich ein Portal in die Menschenwelt. Doch in der Nähe des Portals wurden sie alle bereits von Darkrai erwartet. Doch dieser wirkte friedlich. Der Grund für sein Kommen war Shainooks 18. Geburtstag. Da Darkrai Shainooks ursprünglich erschuf, fühlte er sich wie eine Vaterrolle. Und daher wollte er ihm ein wunderbares Geschenk geben, um die Vergangenheit wieder aufleben zu lassen. Und so brachte Darkrai Nick Schrosma zurück in diese Welt, bevor er verschwand. Nick Schrosma schien verwirrt, aber nicht aggressiv. Er bot dem Team einen Waffenstillstand an. Er hatte nur für die dunkle Macht gekämpft. Er hätte keine persönlichen Probleme mit dem Team. Und durch seine starken Argumente schlug Shainooks darauf ein. Kapitel 16. Ein anderes Leben. Die Bilder vor meinen Augen waren so bekannt. Ein Fels schoss aus dem Boden. Das Ziel hatte keine Ahnung und wurde überrascht. Nick Schosma war ein Verräter. Was damals mit Bisasam geschah, wiederholte sich. Direkt als Shainooks Nick Schosmas Hand griff, schoss ein Prismafels aus dem Boden. Die Barriere um die beiden baute sich wieder auf, bevor jemand handeln konnte. Shainooks ging zu Boden, eine klaffende Wunde mitten im Bauch. Shainooks! Du Narr, endlich bekommst du, was du verdienst. Du hast viel zu lange in meinem Namen gehandelt. Du hast dich den Falschen angeschlossen. Du hast meine Kraft geopfert, um Floink zu besiegen. Du bist nichts als eine billige Kopie. Doch sie alle fallen auf denselben Trick herein. Frieden war nie eine Option und ihr alle wisst das. Ein weiteres Mal. Nick Schosma hatte uns wieder verraten. Ein weiteres Mal. Es war wie ein endloser Kreis. Und dank Darkrai konnten wir diesen Kreis nie durchbrechen. Die einzige Möglichkeit wäre es, Darkrai und Nick Schosma beide zu besiegen. Doch in diesem Moment hatten wir die Niederlage einstecken müssen. Es war alles wie damals bei Bisasam. Fast alles. Ohne dass es irgendjemand erwartet hätte, sprach Shainooks. Er hatte den Angriff überlebt. Ich habe deine Kraft benutzt, für einen guten Zweck. Eine Macht, die du offenbar nicht verdient hast. Er stand auf, wackelig, aber entschlossen. Und ich werde kämpfen, im Namen des Lichtes der Wurzelwelt. Wir waren nicht die Einzigen, die nicht erwartet hatten, dass es zum Kampf kommen würde. Was? Unfassbar, diese Entschlossenheit. Woher hast du sie? Ich habe dich wohl unterschätzt. Du bist stark. Und doch bist du nur eine billige Kopie. Wenn ein Angriff nicht reicht, müssen eben noch mehr kommen. Und so begannen die beiden zu kämpfen. Und wir standen daneben, ohne jegliche Chance einzugreifen. Wir konnten nur hoffen, dass Shainooks stark genug sein würde. Er musste sein alter Ego Nick Schosma besiegen. Und das trotz der Wunden, die er mit in den Kampf nahm. Doch in Nick Schosmas Kämpfen zeigte sich oft eine Tendenz. Stärke ist zweitrangig. Die Entschlossenheit ist das, was zählt. Und Shainooks hatte deutlich mehr von dieser als Nick Schosma. Und so hielt er mit. Nick Schosma war nicht so agil, wie er vielleicht gewollt hätte. Er konnte kaum mit Shainooks mithalten. Dessen Verletzungen waren zwar verheerend, doch sie schienen ihm nichts auszumachen. Sein Blick und seine Kampfart zeigten Shainooks Gedanken. Selbst wenn ich es wollte, ich kann hier nicht verlieren. Nick Schrosma wirkte anders als bei seinem letzten Kampf als Feind, im Kampf gegen Floink, als dieser noch unser Freund war, nicht verzweifelt, als er nicht gegen den Feind ankam. Er wirkte wütend.
Willst du mich verarschen? Das ist doch ein schlechter Witz! Shinux landete den nächsten Treffer. Ein kritischer Schlag in den Magen fügte Nick Crossmer erste deutlich sichtbare Schäden zu. Der einzige Witz hier bist du. Geh zurück dahin, wo du herkommst. Shinux versuchte den nächsten Treffer zu landen. Wieder hatte ich ein seltsames Gefühl im Magen. Nick Crossmer wich ihm aus. Es reicht! Es kann nicht wahr sein! Ich kann euch nicht besiegen! Alles, was ich tue, ist umsonst! Wie kann das sein? Du kämpfst nicht aus Willen und Überzeugung, sondern aus purem Hass. Und wer sich von Hass leiten lässt, kann nur scheitern. Eine Stimme ertönte in meinem Kopf. Du kannst mich mal. Wieder versuchte Nick Crossmer mehrfach zu treffen, doch blieb erfolglos. Shinux hingegen traf erneut. Nick Crossmer war beinahe besiegt. Ich hab genug! Das Schicksal will nicht, dass ich gewinne! Siehst du es endlich ein? Und jetzt verschwinde und kehre nie wieder zurück! Ich sah Bulbi neben mir. Sie sah unfassbar erleichtert aus. Shinux war noch einmal mit dem Leben davongekommen. Oder? Gut, ich verschwinde. Seine Barriere blieb bestehen. Er schien etwas aufzuladen. Aber nicht alleine! Wenn ich gehen muss, dann kommst du mit mir! Im nächsten Moment erleuchtete ein Lichtblitz die gesamte Gegend. Für einige Sekunden sahen wir nichts. Doch schon bald verschwand das Licht. Langsam aber sicher. Und an dem Ort, an dem Shinux und Nick Crossmer eben noch gekämpft hatten, nichts. Nur seltsame Spuren im Schnee. Alles andere war fort. Und vor allem jeder andere. Shinux, nein, nein, nicht schon wieder! Bulbi sprintete an die Stelle, an der Shinux gerade noch gestanden hatte. Nur ein Beutel lag noch dort. Ein einsamer Beutel, nun ohne Besitzer. Shinux Beutel. Es kann nicht, du kannst nicht weg sein, das kann nicht sein, es kann nicht... Die Stimme verstummte. Nur noch ein leises Schluchzen war zu hören. Der eiskalte Wind, der zwischen den Gipfeln herumrauschte, die eisige Luft an unserer Haut und die Kälte in unserem Inneren. Wir waren noch nicht einmal in der Welt der Menschen angekommen, doch wir hatten bereits einen Freund verloren. Und wieder war es Nick Crossmer. Wieder und wieder dasselbe Pokémon. In diesem Abenteuer war nicht Darkrai der schlimmste Feind. Es war Nick Crossmer. Für einige Minuten sagte keiner von uns etwas. Doch entgegen aller Erwartungen war es Bulbi, die die Stille durchbrach. Wir müssen weiter. Kommt. Ivy wirkte sehr besorgt. Und du bist sicher, dass du das schaffst? Vielleicht solltest du... Nein, ich werde mit euch kommen. Ich bin mir sicherer als je zuvor. Wir werden Darkrai finden. Und wir werden ihn vernichten. Ein für alle Mal. Er wird bezahlen. Es ist alles seine Schuld. Und ich werde ihn damit nicht davonkommen lassen. Alle waren geschockt von ihrem Wutausbruch. Sie beruhigte sich sofort wieder. Bitte, ich muss mit euch kommen. In Shinux Namen. Lasst mich mitkommen. Ich wusste, dass ich an der Reihe war, eine Entscheidung zu treffen. Und diese war schnell gefallen. Nun gut, dann ist es soweit. Wir haben einen weiteren Grund, diesen Krieg zu gewinnen. Vernichten wir Darkrai. Erweisen wir Shinux die letzte Ehre. Im Namen des Lichtes der Wurzelwelt. In Shinux Namen. Alle zusammen. Und so betraten wir die Höhle, in der ein riesiges, dunkles Portal stand. Woher hat Darkrai die Macht, so etwas zu erschaffen? Und nicht nur eines. Er hat zu viel Macht. Jetzt oder nie. Nach dem nächsten Schritt gibt es kein Zurück mehr. Seid ihr bereit? Alle waren soweit. Manche sogar mehr als nur das. Und somit durchschritten wir das Portal in die Welt der Menschen. Das Portal in meine alte Heimat. Doch bereits auf der Reise zwischen den Welten geschah etwas Unerwartetes. In einem Tunnel zwischen den Welten. Ich schwebte dort, alleine. Mein Körper fühlte sich seltsam an. Es wirkte, als würde etwas verzerrt werden. Und dann kam ich an.
Ein Sonnenstrahl fiel zwischen den Baumkronen hindurch. Ich lag auf dem Boden. Langsam stand ich auf. Mein Kopf dröhnte etwas. Ich sah mich um. Ich befand mich in einem Wald. Sofort kam er mir bekannt vor. Dieser Wald gehörte zu meiner alten Heimatstadt. Am Boden neben mir lagen und standen einige Pokémon. Sie wachten ebenfalls gerade auf. Doch mir fiel etwas auf. Sie alle waren deutlich kleiner als gewohnt. Etwas verwirrt sah ich auf meine Hände. Ich sah an mir herunter. Es war eindeutig. Ich war wieder ein Mensch. Was zur... Ich bin wieder ein Mensch? Lord Ecke neben mir erschrak. Du sprichst unsere Sprache? Natürlich tue ich das. Ich bin's, Lord Ecke, Günther. Er war nicht der Einzige, der mich verwirrt ansah. Nur Latias verstand sofort. Es war durchaus wahrscheinlich, dass Günther in dieser Welt ein Mensch sein würde. Immerhin stammt er von hier. Er hat ja als Mensch gelebt. Ich merkte, das würde viele ungeahnte Probleme aufwerfen. Was für ein Tag ist heute denn? In dieser Welt, der 28. des 4. Monats des 2022. Jahres. Meine Befürchtung bewahrheitete sich. Das ist ein Problem. Mein Verschwinden ist über 5 Jahre her. 5? Aber du warst doch über 7 Jahre lang bei uns. Wieder hatte Latias die Erklärung parat. Ein Nebeneffekt unterschiedlicher Weltenbäume und der Grund für einen Aberglauben in unserer Welt. Dort sagen viele Menschen würden kürzer leben als Pokémon. Und in Jahren stimmt das auch. Aber im Gegenzug vergeht die Zeit in unserer Welt schneller. Also ist Günther, der bei uns 27 wäre, als Mensch gerade einmal 18 Jahre alt. Das ist interessant, aber ich sehe dabei kein Problem. Was ist denn die Schwierigkeit? Das hier ist die Gegend, in der ich als Mensch lebte. Und ich bin damals einfach verschwunden. Was denkt ihr, wie sich so etwas rumspricht? Außerdem kennen mich viele Leute hier. Wenn ich einfach so hier hereinspaziert komme, erregt das Unmengen an Aufmerksamkeit. Und Darkrai würde von meiner Identität erfahren. Ich kann mich so nicht sehen lassen. Latias sah die positive Seite. Wir sind also in einer dir vertrauten Region. Das ist doch schon einmal sehr gut. Und wenn du ein Mensch bist, wird es zumindest für uns einfacher. Pokémon ohne Trainer sind in diesem Krieg ungewöhnlich. Aber mit dir als Trainer fallen wir weniger auf. Aber du musst aufpassen. Du kannst leicht mit uns sprechen. Du kannst unsere Sprache. Aber andere Menschen nicht. Das könnte ihnen auffallen. Somit blieb mir ein Test. Beherrschte ich überhaupt noch die Sprache der Menschen? Ich konzentrierte mich. Also wäre es jetzt gut, wenn ihr mich gerade nicht versteht, oder? Alle sahen mich mit fragenden Blicken an. Wie bitte? Perfekt, ich kann noch Menschensprache. Das ist sehr gut. Ein Problem weniger. Aber was machen wir wegen deiner Identität und eines Unterschlupfes? Ich wäre natürlich nicht ich, wenn ich nicht schon einen Plan bereithalten würde. Also gut, mein altes Haus ist nicht weit weg von hier. Dort habe ich in meinem Zimmer eine Maske. Nicht professionell, aber effizient. Hier im Wald gibt es eine heruntergekommene alte Hütte. Diese wird unser Schlupfwinkel. Schnell war ein Plan ausgemacht. Latias und Ivy würden losziehen. Latias für die Reise, Ivy konnte am besten unbemerkt in mein Haus gelangen. Es war ein Dienstagvormittag. Daher wusste ich, dass mein Bruder entweder beim Studium oder bei der Arbeit war, je nachdem, was in all den Jahren passiert war. Meine Eltern arbeiteten beide zu dieser Zeit. Unsere Wohnung stand leer. In der Zeit, in der die beiden mit meinen Hinweisen bezüglich eines versteckten Schlüssels in mein ehemaliges Haus eindrangen, suchten wir anderen die Hütte und entfernten größte Hindernisse. Wir fanden den Ort relativ schnell. Es war, wie man sich einen derartigen Ort vorstellte. Viele hätten sich kaum vorstellen können, hier eine Nacht zu verbringen. Doch als Pokémon hatte ich ja auch nur auf Heu und Dreck geschlafen. Ich war abgehärtet. Meine Freunde hatten sowieso kein Problem damit. Pokémon sind so viel bescheidener. Ein Dach über dem Kopf reicht voll und ganz, damit sie zufrieden sind. Während wir noch auf Latias und Ivy warteten, sprachen wir einige Dinge ab. Also, wir werden einige Dinge brauchen.
Nahrung gibt es in den Läden. Mit einer Maske lassen die mich nie rein, aber in diesen Zeiten werden sie Pokémon erlauben. Das heißt, manche von euch werden das regelmäßig erledigen. Aber was fast wichtiger ist, in dieser Welt gibt es sogenannte Zeitungen, Schriften, in denen jeden Tag das wichtigste Geschehen vermerkt ist. Wir müssen in diesem Krieg immer auf dem neuesten Stand sein. Und dafür werden wir Tag für Tag Zeitungen und weitere Recherche brauchen. Außerdem sollten sich Latias und Latios eher aus solchen Dingen raushalten. Wir werden alle kämpfen müssen. Aber legendäre Pokémon sind nun einmal sehr einprägsam. Ich werde trotz allem auffallen, aber ohne meine Identität zu offenbaren. Es wäre sicher, wenn Pokémon diese Erledigung machen würden, die nicht jeder mit mir verbindet. Seemops schien einen Punkt immer noch nicht genau zu verstehen. Was genau heißt es eigentlich, wenn du unser Trainer bist? Ein Trainer ist ein Mensch, der ein Pokémon-Team leitet. Menschen sind leider nicht im Ansatz so kampfstark wie ihr. Daher können sie sich selber schlecht wehren. Sie sind sozusagen die Strategen des Teams. Und da Menschen Pokémon nicht verstehen, halten viele sie für unterentwickelt. Diese Trainer sehen sich eher als Chefs ihrer Teams an und nicht als Mitstreiter. Aber keine Sorge, bei uns bleiben die Verhältnisse gleich. Wir alle sind ein Team. Kurze Zeit nach dieser Besprechung kehrten Eevee und Latias zurück. Das Ergebnis? Ein voller Erfolg. Eevee hatte eine mir wohlbekannte braune Maske dabei. Was genau soll das darstellen? Bitte fragt mich nicht, weshalb ich dieses Ding hatte. Ich hab's nie benutzt, fand es aber einfach lustig. Nach unserem Gespräch gestern Abend ist es irgendwie ironisch. Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition geht jetzt in eine neue Runde. Ich zog mir meine Maske auf. In dieser Stunde ist ein neuer Trainer geboren. Ein Unbekannter mit einer Walross-Maske. Und er wird den Krieg mit seinem Team entscheiden. Im Namen des Lichtes der Wurzelwelt. In Shinnoks Namen. Der Krieg hat nun wirklich begonnen.